Recht herzlich willkommen zur 110. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier auf dem Weg um den Mond noch mal rum. Wir haben unsere Mission da oben schon hier erfüllt und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den dritten noch kriegen. Also die letzten Missionen haben wir noch nicht erfüllt, aber jetzt müssen wir auch mal gucken hier. Lock Temperature. Warte mal, wir müssen erstmal einen EVA machen. Das hatte mir der Ralo gesagt. So, den haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir da Take Data machen. Genau. Und das sind hier die Midlands. In der Hoffnung, dass es waren, ne? Nee, das waren sie nicht, sonst wird das da jetzt nicht stehen, denke ich mal. Wo ist jetzt das Thermometer, bitteschön? Da. Take Data, also das war vorher noch von da oben wahrscheinlich. Log Pressure Data machen wir jetzt auch. Und können wir auch Take Data machen. Gut, dann können wir das wiederverwenden. So, Observe Mystery Go können wir jetzt auch hier machen, denke ich. Da gibt es ordentlich Punkte. So, das taken wir auch. Und dann Collect Data. Mystery Go Container Unit Warning. Removing the experiment data will render this module inoperable. Restoring. Okay, Remove Data. Das war richtig. Und dann hat er darauf gesagt, kann ich es wiederverwenden. Ja, sieht so aus. Gut, wunderbar. Das haben wir genommen, oder? Log Pressure, ja, haben wir gemacht. So, Midlands, das war jetzt geklärt. Jetzt müssten wir eigentlich gucken, dass wir in das nächste Biom kommen. Und da können wir auch noch Daten sammeln. Können wir jetzt schneller? Oh nein, können wir nicht, wenn er da draußen ist. Aber wir können ja jetzt mal. Ah, da ist schon das nächste. Gut, dann geht das gleich los. Das war hier. Take Data. Locken. Mitnehmen. So, jetzt habe ich das ganze System auch mit dem Ding ins Verstanden hier, ne? Der Gu geht jetzt nicht, oder wie? Er ist doch draußen, oder? Verstehe ich jetzt nicht, warum der Gu nicht geht. Lowlands haben wir, ne? Also, hier geht das rechtsklicken. Da auch. Und da passiert jetzt nichts. Ja, das verstehe ich jetzt nicht, weil wir haben einen Scientist und konnten das machen, aber er will es nicht. Schade, ne? Warte mal. Space, let's go. Ah, geh du mal besser nochmal hoch, oder? Hoffentlich verliert er jetzt nicht die Leiter, wenn ich da so mache. Nee, verliert er nicht. So. Board anywhere. Oder hat das jetzt so lange hier gedauert? Nee. Lowland sind wir noch. Nee. Bin ich mir nicht sicher. Moon Rescue, okay. So, und dann kommt eine Fehlermeldung. Okay, what anyway? Und dann geht er wieder. Der geht nur, wenn ich drinne bin. Alles klar. Dann lass uns das schnell machen. Und dann müssen wir wieder ein EVA machen. Und bitte schön einmal drehen und den dann Collect Data. Ah, jetzt sind wir wieder in Midlands, aber ich glaube, wir haben noch die Daten von der anderen Seite gekriegt, also von den, sag schon. Ich komme nicht drauf jetzt. Lowlands waren es, glaube ich. Jetzt sind wir wieder auf Midlands, das passt dann schon. Und dann müssen wir noch auf die Highlands. Und wenn wir die Highlands haben, dann haben wir, glaube ich, auch den Observe von allen Sachen gemacht, ne, oder? So. Okay, passt schon. Da sind jetzt die Highlands. Log Data.
Okay. Lock Pressure. Okay. Und Observe Gu. Okay. Und Eva. Wieder umdrehen. Highlands waren da noch. Alles gut. Collect Data. Passt. Restore können wir auch machen. Und jetzt hier. Take Data. Und Take Data. Gut. All Items Stored. Das waren die Highlands, ne? So, jetzt Board. Und einmal bitte Übersicht. Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind. Highlands. Wir sind hier, ne? Wird schon passen, oder? Das war nur das Stück. Ich dachte, wir wären schon rum und gingen wieder hoch. Aber ist wohl nicht so. Gut. Dann lass mal gerade eine Ecke schneller fliegen. Highlands. Midlands hatten wir schon. Highlands, Midlands. Oh, da war was anderes, aber das war jetzt schade drum. Schade. Naja. Obwohl, wir könnten nur eine ganze Runde machen und die Daten trotzdem noch einsammeln, ne? Hm. Kostet uns eigentlich nichts, ne? Midlands. Die sind immer lang, die Midlands. Ja. Ja, ich fliege einfach jetzt weiter. Gucken, dass wir gleich nochmal was anderes haben. Immer noch die Midlands. Nein, sind noch die Midlands. Ich dachte gerade, stimmt was anderes. Wenn man zu lange auf einer Stelle guckt, kann sich das dann mal so ändern, ne? Midlands. Ändert sich nichts mehr. Ja, komm schon. Na, da war jetzt der Punkt gekommen, da habe ich mich leicht erschrocken. Midlands, überall sind Midlands. Ja, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir für die Landung hier mal, da ist das, ne, müsste man jetzt den... Ja, ich möchte es aber noch nicht machen. Lowlands? Lowlands haben wir schon. Da, Twin Craters. So, jetzt aber schnell rein ins Bild. Und Lock Temperature. Okay. Wo ist der andere? Lock Pressure. Okay. Und den Gu auch noch schnell. Haben wir den Krater, ne? Ich glaube, der ist noch gegangen, oder? So, wieder ein Eva machen. Lowlands passt schon. Take Data. Take Data. Collect Data. Passt. Und Restore geht ja auch wieder. Gut, Twin Craters haben wir jetzt auch wieder. Das hatten wir aber eben, glaube ich, sowieso schon, ne, oder? Und den dürfen wir ruhig. Nehmen wir trotzdem. Aber ich glaube, das war jetzt immer das Gleiche. Kann das sein, dass es mit den Temperaturen ist nur das Entscheidende? Aber okay.
Ich glaube, das war es erstmal. Da, auf der anderen Seite war bestimmt auch das mit dem Krater. Ich würde jetzt ganz schnell eigentlich noch gucken, dass wir hier jetzt ein Manöver setzen, wo wir zu unserem Messpunkt hinkommen, ne? Da ist er. Und das ist im Krater da oben, glaube ich sogar, ne? Okay. Bisschen näher noch. So. Und dann müssten wir Gegenschub machen, ne? Da. Na, ich glaube, das wird hier ziemlich knapp, ne? Ich glaube, das machen wir anders. Also runter schon, aber nur hier und dann gehen wir da nochmal besser ran, ne? Ich glaube, wir korrigieren da erstmal das, was wir gerade vorhaben. Runter. Rechts. So. Das sind nur noch 32 Sekunden. So passt's. So, und dann geht's auch schon los. Hoffe, das wird was. Sieht gerade so komisch aus. Und stopp. So, ich glaube, da kommen wir ganz gut hin, ne, oder? Ja, das sieht schon ganz gut aus. So, das machen wir weg. Jetzt müssen wir nur da oben hinfliegen. Wir müssen Retrograde ausrichten. Und dann müssen wir nur warten, bis wir an den Punkt kommen. Und dann müssen wir einfach nur abbremsen, ne? Gut, dann lass mal vor weitergehen. Das sind nur 9000. Sollten wir hier irgendwie hinkriegen, oder? Bisschen schneller mal. Gut. Ja. Ich glaube, das war jetzt gerade falsch rum. Kann das sein? Also die Bahn ist, glaube ich, gut. Aber wir müssen Retrograde. Warum hat der Prograde und er? Ja, habe ich mich da wohl vertan. Naja, egal. Es ist auch immer das Rechte. So, ein bisschen nicht zu nah. Mal gucken, dass wir nirgendwo anstoßen. Tun wir auch noch nicht. So, nochmal. Ja. Ja, ist das so flach hier? Ne, das geht noch, ne? Jetzt wisst ihr, wie hoch das da ist, ne? Das ist schon mal dahinter knapp. Und da ist ein Krater, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, wir fliegen mal ein Stück weiter vor. Und machen das hier irgendwo auf der Spitze da. Ne, ja, das geht noch mehr.
Das geht nur alles vorbei. Sind noch ausgerichtet passend. Können wir noch weiter vorfliegen. So. Das passt. So, da kommt er runter. Das sieht gut aus. Das müssen wir gerade noch gucken, da, ne? Aber das ist top, oder? Das ist bestimmt im passenden Bereich. So. Ich glaube, da lassen wir das mal. Und wenn wir hier sind, müssen wir nochmal richtig, dass wir dann senkrecht kommen, ne? Ja, kommen wir nicht ran. Ich hoffe, das ist alles richtig, was ich tue. So. Machen wir nochmal. Ja, vielleicht ein bisschen spät, ne, das Ganze, oder? You are entering Fronella's Cluster. Schön. So, sieht gut aus. Bin ich zufrieden mit. Und stoppen wir mal rein. So. Ich weiß nicht, wie weit wir weg sind. Lass mal gerade hier reingucken. Sieht noch alles ganz gut aus. Machen wir mal die auf jeden Fall an, ne? Sonst haben wir das nachher vergessen. Sind die eigentlich leer? Ja, die sind leer. Das heißt, die können absprengen. Ich muss mal gerade noch Gas geben. Wir fallen gerade zu schnell. So sieht's doch gut aus, oder? Oh, jetzt gehen wir wieder hoch. Ich hoffe, die Entfernung ist passend, sonst müssen wir ein paar Meter laufen, ne? Ist halt so. Meter bis zum Ziel. Kann nicht richtig sein. Ich müsste auf Target aufstellen oder was. Jetzt mache ich mir gerade wieder ins Hemd. Bitte ausrichten. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Shit, das gibt Ernst. Ja. Jetzt ist er hin. Aber er lebt noch. Ja. Shit, das ist nicht gut gelaufen. Ich weiß nicht, warum er gedreht hat. Keine Ahnung. Er bleibt auf jeden Fall liegen. Gut. Das ist nicht dolle. Ich glaube, wir können das hier direkt messen.
Nee, reicht nicht. Nee, das ist Moonrise Kodabrus. Okay, das ist nicht das Ziel. Ich dachte, das wäre das Ziel. Gut, okay, da müssen wir mal gucken, wie wir demnächst hier irgendwie was hinkriegen. Ich weiß noch nicht was. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr weg. Das heißt, das bedeutet ganz einfach, wir brauchen eine Rettungsrakete. Und ja, die müssen wir dann zusammenbauen und das hier wegholen. Ne? Anders wird es wohl nicht gehen. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.